Minister Wolf. Vielen Dank für das Grußwort, das aber nicht nur ein Grußwort gewesen ist, sondern wir haben in kurzer Zeit einen sehr guten Einblick bekommen, was die Europäische Union betrifft und auch was den Zustand betrifft auf europäischer Ebene. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. Meine Damen und Herren, verehrtes Publikum, liebe Gäste, die Europäische Union erstreckt sich über ein Gebiet, das 27 Staaten umfasst. Das Vereinigte Königreich hat bereits abgezogen. Sie wissen, sie verlassen den Tanker in wenigen Tagen. In diesem Gebiet der Europäischen Union leben 500 Millionen Menschen, 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Und vertreten werden sie, diese 500 Millionen werden vertreten von einem Parlament, das 751 Mitglieder hat. Soweit zu den Fakten, die kennen Sie bereits. Nur zum Vergleich aber, die Bundesrepublik hat 81 Millionen und wird vertreten von einem Parlament von auch 740 Mitgliedern. Nur um die Relation zu sehen, wie viel diese Parlamentarier in Brüssel leisten müssen, um das zu vertreten, wofür sie gewählt wurden. In Büchern kann man alles Mögliche lesen über die Entwicklung der Europäischen Union, den Zustand und so weiter. Allerdings, was bringen denn Bücher, wenn wir heute leibhaftig Vertreter dieses Parlaments hier begrüßen dürfen, die uns von ihrer Arbeit berichten? Und deswegen darf ich jetzt ganz herzlich zu mir aufs Podium bitten. Wieder, Herr Berg, Frau de Panek-Grünberg, wo ist sie? Und leider hat uns das Glück verlassen. Herr Glück ist noch nicht da. Ich weiß auch nicht, welche Gründe es hat, aber vielleicht kommt er noch. Mein Name ist Nikos Andreades, haben Sie vielleicht gelesen, Nikos Andreades, und ich darf durch diese Veranstaltung führen und moderieren. Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute hier bei uns zu sein. Und ich fange einfach mit Frau Demmerling-Grünberg an. Sie sind frisch gewählte Abgeordnete. Sie waren aber lange Jahre hier in Stuttgart Gemeinderätin und Fraktionschefin. Also ein Heimspiel, Sie sind heute zu Hause. Wir begrüßen Sie also hier zu Hause. Und mich würde als erstes interessieren, was motiviert hat, sich für Europa oder für dieses Parlament aufzustellen und dann gewählt zu werden? Und was sind die ersten Eindrücke? Sie haben ja in der Tat schon hinter sich. Was sind Ihre ersten Eindrücke von diesem Parlament? Gut, also eine doppelte Frage. Erstmal Nachmittag von mir. Sehr interessante Veranstaltung. Sie sagen, ich bin zu Hause nicht ganz, weil es ist schon hier eher so Landesterritorium. So fühle ich das auch als Stuttgarterin. Aber ich freue mich natürlich sehr, zu Hause einen kurzen Weg mit dem Fahrrad haben zu dürfen. Was hat mich motiviert? An meinem Namen erinnere ich mich. Gebürtige Französin und in Deutschland angeheiratet, aber auch in Deutschland geboren. Mein Vater ist Schweizer. Ich muss sagen, meine ganze Familie ist sehr europäisch. Und für mich war dieses europäisch sein, europäisch denken, wurde in meiner Familie einfach schon immer gepflegt. Ich bin, ja, habe studiert in Freiburg, in Kanada, bin hier zurück wegen der Liebe, wegen der Familie und habe erst mal als Grüne gedacht, ich will ganz konkret vor meiner Haustür etwas bewirken und deswegen bin ich in die Kommunalpolitik. Und da hat sich aber Europa immer wieder gefunden, weil man natürlich in der Kommunalpolitik merkt, da ist aber ganz schön viel, was man da entscheiden kann und nicht entscheiden kann, hängen mit der Europäischen Union zusammen. Und so habe ich als erstes nochmal viele Themen, die mir wichtig waren, Umweltschutz, Artenschutz, auch gemerkt, dass man sehr viel erreichen kann, wenn man in Partnerschaft steht und etwas macht, überhalb der Grenze, wenn man Netzwerke kreiert und so langsam ist sozusagen mein ohnehin schon europäischer privater Blick sozusagen politisch geworden und so hat sich der Weg gebannt und Mama habe ich mich einfach innerhalb meiner grünen Gruppierung sozusagen dafür interessiert und auch sehr viel an programmatischen Etappen teilgenommen und gesagt, jetzt wäre ich bereit dafür und ja, wie man sieht, war auch meine Partei bereit, mir da einen Vorschuss zu geben und bin auf die Landesliste
Und die ersten Eindrücke sind, gebe ich zu, viel Reisen. Viel hin und her. Also ich habe auch meine Familie hier, drei Kinder sind hier auf dem Gymnasium. Ich wohne im Dachswald. Und ich habe schon immer gefunden, dass der Gemeinderat manchmal etwas langsam tickt. Und da kann man da nicht mit der Verwaltung ein bisschen schneller das und jenes. Und da muss ich sagen, dass 100 Tage im Europaparlament sind für mich dann auch nochmal ein Schock. Weil da gibt es aber noch viel, viel langsamer. Erst natürlich diese ganzen Sprachen, da muss man sich verständigen. Und ich natürlich auch als Zweisprachig habe ich mir Mühe gegeben, meine eigenen Reden auf Deutsch mal zuzuhören, wie sie in den anderen Sprachen klingen. Manchmal ist man begeistert, da ist die englische Übersetzung sogar schöner als das, was man selber gesagt hat. Der kommt auch, das ist noch richtig gut gesagt worden von der jungen Frau. Und manchmal macht man dann die andere Sprache, und dann, also auf Französisch zum Beispiel, ist es zweimal richtig schlecht übersetzt, sondern zumindest sehr langweilig und auch überhaupt nicht wirklich den Punkt getroffen. Und so wundert man sich auch nicht, dass es vielleicht nicht immer so schnell zu einem kommt. Es gibt die Sprache, es gibt die kulturelle Brille, es gibt natürlich auch den Kontext, wo man herkommt. Also zum Beispiel diese Selbstverbreitung und dieses, wie hier die Kommunen stehen und die Sachen voranbringen, das gibt es in anderen Ländern gar nicht. Und dann sind ja auch die Gesetze, die wir machen, und die Verordnungen vielleicht nicht so richtig angepasst für den einen, das eine Land, das andere. Also alles dauert sehr lange und am Anfang, wie Sie auch, wie Herr Wolf das gesagt hat in seiner Rede, wir sind ja jetzt auch sehr, sehr beschäftigt mit dem Thema, wie wird dieses Kollegium zusammengestellt, wie werden die verschiedenen Kommissare, und so hat es noch nicht so richtig angefangen. Also ich muss sagen, persönlich ein großes Abenteuer, das alles zu organisieren, aber ich bin jetzt schon ein bisschen ungeduldig, dass es endlich mal losgeht. Vielen Dank. Etwas länger Parlamentarier, denn Sie waren auch hier im Landtag 3 Jahre lang für die AfD. Und auch an Sie die gleiche Frage: Wie haben Sie jetzt den Wechsel erlebt? Vor allem im Vergleich zum Landtag, gibt es da Unterschiede, die von Anfang an offensichtlich sind oder die kommen? Vielen Dank, zunächst mal Dank an den Minister und alle anderen Beteiligten, hier heute teilnehmen zu dürfen. Ich war 3,5 Jahre Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen für meine Partei und in der Tat, das Arbeiten im Landtag hat mir sehr gefallen. Es war sehr überschaubar und im positiven Sinne gemütlich im Vergleich zum Europäischen Parlament. Aber was hat mich motiviert, für das Europäische Parlament zu kandidieren? Das sind im Grunde genommen 2 Dinge. Nummer 1, meine Mutter ist aus England. Ich habe einen britischen Großvater, einen deutschen Großvater und ich habe immer als Jugendlicher mit großem Interesse in ihren Erlebnissen aus dem Zweiten Weltkrieg zugehört. Und was da passiert ist, dass sich europäische Staaten, Nationen, Völker haben aufhetzen lassen und zum schrecklichen Krieg geführt wurde, mit all den furchtbaren Konsequenzen, die daraus entstanden sind, das hat mich bestätigt, darin, mich politisch zu engagieren. Ich habe gesagt, es bringt nichts, immer nur zu jammern, immer nur an der Zeitlinie zu stehen, sondern sich einzubringen. Und zweiter Punkt, ich habe vor ungefähr 25 Jahren ein Praktikum absolviert in Bristol, im ehemaligen Verbindungsbüro Baden-Württemberg, unter dem damaligen Büroleiter Wolfgang Dienstes, bei dem Bürgermeister in Weiter Rhein. Da hat mir schon die Internationalität sehr gut gefallen und letztlich waren es diese 2 Punkte, plus mein Engagement im Landtag, dass ich gesagt habe, möchte gerne für unsere Partei und für unsere Fraktion in Bristol einige Schwerpunkte einbringen und auch für diese Schwerpunkte kämpfen. Herr Wieland, Sie nach den ersten 100 Tagen zu fragen, ist nicht angemessen, denn meine Damen und Herren, Herr Wieland ist seit 1997 in Höhe und Staune Mitglied des Parlaments, seit 2009 Vizepräsident. Also, wir haben einen Zeitzeugen hier heute zu Gast und deswegen nehme ich die Gelegenheit wahr und frage Sie nicht nach Ihren Eindrücken der Tage, sondern ich mache es mir einfach nach 3 Ereignissen, Erlebnissen, Begegnungen, die Sie beeindruckt haben während dieser Zeit und Sie immer damit bestätigt haben, dass es sich lohnt, für dieses Europa zu kämpfen. Welche waren das? Ja gut, das ist eine schwierige Frage. Also hoffentlich werden Sie mich das nächste Mal einladen, nach der Vorrede, dass die Veranstaltung im Lindenmuseum stattfindet. Weil ich dann schon als Urprofi zähle. Also, ja, also ich bin, aber sagen,
bestimmt, dass ich ins Europäische Parlament komme. Und ich bin auch nur in Anführungszeichen Abitur gewesen, weil es wusste niemand, dass der Sigler Leiber zum Generalanwalt bestimmt wird für die deutsche Bundesregierung. Und eigentlich war das, hat es zu dem Zeitpunkt nicht in meine Lebensplanung gepasst. Für Europa getickt, in weniger durch die deutsch-französische Partnerschaft geprägt, wie viele in den Württemberg, sondern durch eine deutsch-englische Schulpartnerschaft in meinem Gymnasium in Feuerbach und einer Schule in England. Und als zu den bedeutenden Ereignissen hat sich hier gehört, als ich relativ frisch Vizepräsident war, dass Jerzy Buzek, der damalige Präsident, vier Vizepräsidenten gebeten hat, zur Seligsprechung von Johannes Paul nach Rom mitzugehen. Das war für mich als evangelischen deutschen Christen was ganz Besonderes, dass mich ein polnischer evangelischer Christ da mitgenommen hat, wo ein deutscher Papst einen ehemaligen polnischen Papst selig gesprochen hat. Und ich habe viele Begegnungen am Rande, die waren außerordentlich bewegend und bedeutsam, und ich zähle eigentlich heute noch davon. Sicher war auch für mich ganz persönlich die Entscheidung sehr bedeutsam, dass ich damals als einer von nur fünf meiner deutschen Kollegen von meiner Fraktion gegen den Beitritt von Tschechien gestimmt habe. Das war damals eine schwierige Entscheidung, auch für mich persönlich, aber ich habe immer gesagt, wer in die Europäische Union kommen will, muss in der Lage sein, Recht zu nennen und Unrecht ist Recht. Nicht mehr, aber weniger. Und wegen der Menschenrechte habe ich mich da gegen den Beitritt von Tschechien ausgesprochen. War, wie gesagt, auch persönlich eine schwierige Entscheidung. Und zum beeindruckenden Erlebnis will ich jetzt drüber sagen, aus den jüngsten Tagen, wo mich vor zwei Wochen der Präsident gebeten hat, das Parlament zu vertreten bei der Beerdigung von Chirac. Dann am Donnerstag die Benennung eines unserer größeren Gebäude nach dem Kohl. Das war die Beerdigung vor zwei Jahren gegen die Nachseite der Staatsaufgaben, wo ich als immer mal noch den Rückpräsidenten von Kohl gefordert habe. Ja, in Meersburg oder in Kohl, der ursprünglich sagte, in Meersburg. Und an dem Tag habe ich am Saal Abbitte geleistet. Es war ein Jahr vor der deutschen Einheit. So, wenn ich noch eine sehr bewegende Sache hinzufügen darf. Wir haben kurz nachdem ich in den Gemeinderat kam, haben wir eine Städtepartnerschaft in England gegründet. Und im Jahr 1995 wurden dann die Stadträte gebeten, vielleicht um zwei, drei Tage länger zu bleiben. Nach dem Mayor's Ball, der immer ganz am Anfang Mai ist. Und das war 50 Jahre wie die Idee. Churchill sagt, this day is a victory in Europe, Victory in Europe's Day. Und deshalb heißt er doch wie Idee. Da fand dann oben durch den Klippen von Siehen, ein Gymnasium, fand dann ein Drumhead-Gottesdienst statt. Und der Kapellmeister, was niemand wusste, der hat als erstes nicht religiöses Lied dann die deutsche Nationalhymne geschrieben. Also meine Frau hat mich so in die Luft gehauen und gesagt, Mensch, kannst du jetzt hier stehen und klären? Ja, aber das war wirklich ziemlich heftig und da habe ich gesehen, wie weit wir dann doch trotz allem in der europäischen Einigung gekommen sind. Das war Stadtgespräch anschließend, aber diese Geste, die deutschen Gäste, war doch sehr wert. So sind es manchmal auch die kleinen Dinge, die einen dann zu überzeugen kommen lassen. So schlecht haben sie bisher nicht gemacht. Herzlichen Dank. Frau Republikanerin, Europa ist eine Dauerbaustelle, wie überall auf der Welt. Es wird natürlich nie fertig. Und sicher sind Sie auch angetreten mit ein paar Themen. Und Sie möchten etwas bewegen in Brüssel. Wir haben hier ein Netzwerk und die würden gerne wissen von Ihnen, was möchten Sie alles bewegen? Was haben Sie sich vorgenommen? Und dann können wir ja in 5 Jahren wieder uns treffen und sehen, was haben Sie erreicht. Ja, das können wir sehr gerne tun. Da bin ich auch selber gespannt, was in 5 Jahren so möglich ist in so einem Gremium. Ich bin ganz klar als Forst- und Umweltwissenschaftlerin angetreten mit dem Urthema der Grünen,
jetzt mal sagen, tatsächlich, das ist jetzt mal sehr ausführlich gesagt, die ökologische Transformation der Gesellschaft. Das ist das, was mich schon seit 20 Jahren antreibt. Sprich, wie können wir unsere Produktion, unsere Mobilität, unsere Ernährung, alles, was wir tun, auf dieser Erde tun, so dass es für unsere nachfolgende Generation auch noch Freiheiten gibt und Möglichkeiten, sich zu entfalten, sodass der große Überbau von meiner Urmotivation, deswegen habe ich das auch studiert, was ich studiert habe, und deswegen bin ich auch in der Kommunalpolitik. Ich denke, vor Ort kann man viel bewegen, aber natürlich auch auf einer höheren Ebene. Und ich bin da ganz bewusst jetzt von den Ausschüssen her in den Ausschuss für Verkehr gegangen, weil ich denke, das ist etwas, was immer ein bisschen im Hintergrund. Man spricht ganz viel über Landwirtschaft in Europa, aber diese ganzen Güter, die müssen auch alle über die ganze Welt immer transportiert werden. Und wir wissen, dass da enorme Emissionen sind und das ist sozusagen eines der großen Projekte, was ich, wo ich dazu gerne beitragen möchte, nämlich eine Verkehrswende letztendlich, dass die Güter und die Menschen und die ganzen Sachen, die wir alle tragen und essen und konsumieren, eben wenn sie durch die verschiedenen Verkehrsmittel, die wir haben, dass wir nicht dabei unsere Luft verpesten und den CO2-Gehalt der Luft so in die Höhe tragen, dass wir sehr schnell Konsequenzen als Menschheit tragen zu haben. Das ist natürlich ein hohes Ziel. Das heißt, als Försterin werde ich dann auch ein anderes Projekt haben, wir haben die Forststrategie, das ist natürlich auch gelingt, weil wir wissen, auch im Wald kann man CO2 binden, sei es im Boden, sei es im Stamm, man kann es auch regenerativ nutzen, also ich werde auch in meinem Ruhebereich sozusagen arbeiten, aber das sind die zwei Sachen, die ich mir auf der fachlichen Ebene vorgenommen habe, voranzubringen. Und natürlich bei mir die deutsch-französischen Beziehungen sind auch ganz wichtig, sind wichtig intern in der Fraktion, weil wir auch zwei große Gruppen haben bei den Grünen. Französische Abgeordnete haben auch ein gutes Ergebnis gemacht in Frankreich, und wir in Deutschland ja auch sind. Also große Teile dieser Grünen Fraktion sind die Franzosen und die Deutschen, und die haben einfach von ihrer Geschichte und von ihrer Kultur auch eine ganz andere Art Politik zu sehen. Und das merkt man ja auch, wie sie argumentieren innerhalb der Grünen oder überhaupt innerhalb des Parlaments. Einfach andere Art und Weise, mal Sachen auszusprechen, Sachen zu fordern, die einen vielleicht etwas konsensueller, die anderen einfach etwas radikaler. Und da habe ich mir auch vorgenommen, auch durch meine eigene Kultur, wenn man so will, auch vielleicht da ein bisschen für mehr Verständnis jeweils zu sorgen innerhalb der Fraktion und natürlich auch insgesamt in der politischen Landschaft. Also das habe ich mir vorgenommen, und mal ganz kleine Projekte, die man vielleicht schon mal voranbringen könnte. Wir könnten Thema Nachtzug wieder ein bisschen nach vorne bringen. Also wir haben als erstes einen Brief geschrieben an Herrn Scheuer und an die Frau Ministerin in Frankreich und ihr sie gebeten, warum haben Sie denn eigentlich zwischen Berlin und Paris den Nachtzug eingestellt? Es gibt viele Menschen, die uns fragen, heutzutage, wenn die Jugend skandiert auf der Straße, unser Planet brennt, Klimawandel geht voran, aber wenn nicht eben die zwei Hauptstädte, die wirklich das Herz Europas sind, reisen möchten, und ich mir die Zeit nehmen möchte und auch kann, Hotel in die Europäische Nachtzug nehmen, das ist heute nicht mehr möglich. Also solche Kleinigkeiten möchten wir sozusagen erstmal symbolisch nach vorne bringen, das bringt natürlich auch ein bisschen was, aber dann auch über die anderen Verkehrsmittel in anderen Hauptstädten Europas sich Gedanken machen, können wir nicht umweltfreundlicher reisen. Was mich jetzt überrascht hat, ist, dass Sie nicht gesagt haben, ich möchte die Schweiz in die EU führen. Sie waren doch, aber haben Sie gesagt, Sie sind auch Schweizer, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja gut, aber ich denke, es ist jetzt nicht meine Rolle, es ist jetzt keine Rolle von mir, der Schweiz etwas vorzuschreiben, was sie zu tun hat. Ich bin natürlich sehr interessiert und arbeite auch an der Verständigung beim Rahmenvertrag, weil das ist natürlich auch etwas, was nicht sehr bekannt ist, aber wir haben einen großen wirtschaftlichen Austausch mit der Schweiz. Also letztendlich ist es das dritte Land der Welt, mit dem wir Export und Import machen, für Baden-Württemberg sehr, sehr wichtig. Und da ist es auch sehr wichtig, dass wir, da reden wir nicht so, politisch wie CETA oder TTIP oder Mercosur. Und nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass es gut gemacht wird. Ich hoffe auch, jetzt ist es in den Tagen, wie auch der Herr Wolf sagt, klar, dass wir auch solche Abkommen, weitere Abkommen mit England wahrscheinlich haben werden müssen. Ich hoffe, dass wir da auch gute Wege finden, mit unseren Partnern und auch nah aneinander arbeiten können und auch handeln können, ohne dass es zu verwerfen gibt. Also ich maße ihn jetzt da nicht an, auch wenn ich auch wenn mein Vater Schweizer ist, zu sagen, zu empfehlen, was sie zu tun haben. Und sie wissen ja, die Schweizer sind ja ein sehr einwilliges Volk, was auch sehr gerne selbst entscheidet. Und deswegen lasse ich das auch Ihnen zum Beispiel am Sonntag entscheiden, wie Sie gerne Ihre Reise weiter
Vorsitzende mitdenken. Ja. Herr Berg, Sie sind natürlich auch angetreten mit konkreten Vorstellungen, was Sie innerhalb dieser EU natürlich aus der Perspektive des Parlaments verändern können. Was wäre das? Was können wir von Ihnen erwarten in den nächsten 5 Jahren? Im Landtag war ich für unsere Fraktion innenpolitischer und polizeipolitischer Sprecher und einen Teil dieser Themen werde ich dann habe ich bereits in die parlamentarische Arbeit im Europäischen Parlament mitgenommen. Und das sind ja 4 Schwerpunkte sehr wichtig. Nummer 1, das ist der Kampf gegen den internationalen Terrorismus, insbesondere islamistische und salafistische Art. Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass das eine sehr große Gefahr für unsere westlichen Demokratien ist und darstellt, wenn man gleich überlegt, dass in Nordsyrien mit dem großen Campus 70.000 ehemalige IS-Angehörige sind, über 1.000 Personen auch sind, die aus europäischen Ländern stammen, europäische Staatsangehörigkeiten haben und im Kampf mit Sprengmitteln und mit Kriegswaffen ausgebildet sind, ist das eine große Gefahr für Europa und für Deutschland. Das ein Thema. Zweites Thema ist die Bündelung der wehrtechnischen Forschung und Beschaffung der europäischen Armeen. Ich glaube, das wäre sehr wichtig, dass die europäischen Armeen sich Synergien schaffen. Das kann teilweise funktionieren über den europäischen Verteidigungsfonds oder über die militärische Zusammenarbeit im sogenannten PESCO-Verfahren. Der dritte Punkt ist Schwerpunkt Europol, europäische Polizeibehörde, dass auch Baden-Württemberg davon profitiert, Verbindungsbeamte in die europäische Polizeibehörde dauerhaft abzustellen und auch an Missionen dort teilzunehmen. Und dieses europäische Polizeiamt auch mit entsprechenden finanziellen Mitteln zu stärken. Das ist gerade eine Diskussion, wie viel Budget die Europol-Behörde bekommt. Und der vierte Punkt ist darauf hinzuweisen, Grundlagen in parlamentarische Arbeit einzubringen, das Schicksal der Christen, christlichen Gemeinschaften im Nahen und Mittleren Osten, also Syrien, Irak, Iran und auch Nordafrika, ich denke insbesondere an Kopten, an Armenier und an Chaldäer und an christliche Gemeinschaften, die extrem stark unter Druck sind durch islamistische Bewegungen in ihren Heimatländern im Grunde genommen dezimiert werden, zur Auswanderung betrieben werden. Und das ist mir sehr wichtig, das habe ich auch in Deutschland gemacht. Als Landesabgeordneter auf diese Schicksale der Menschen hinzuweisen, dass sie die parlamentarische Arbeit einzubringen. Ja, Herr Wieland, der Vertrag von Maastricht, der Vertrag von Lissabon hat diesem Parlament natürlich mehr Macht gegeben. Und das Parlament ist sehr selbstbewusst und nutzt auch seine Spielmöglichkeit oder den Spielraum, den es hat. Sie als Vizepräsident dieses Parlaments, wie sehen Sie die Entwicklung der letzten Jahre? Und in welcher Richtung würden Sie das Parlament sehen in Zukunft? In welcher Richtung sollte es sich entwickeln? Als Parlament der Europäischen Union natürlich. Also ich glaube, dass wir eher nach wie vor in der Konsolidierungsphase dessen sind, als Parlament. In der Konsolidierungsphase dessen sind, was wir mit Lissabon bekommen haben. Ich glaube, das, was an zusätzlichen Rechten sich im Parlament wünschen kann, ist überschaubar. Seit ich denken kann, wird das Initiativrecht wird sehr verkopft diskutiert. Ich habe immer gesagt, ich brauche das Initiativrecht nicht unbedingt. Wenn man das dem Parlament gibt, dann müssen wir in der gleichen Logik sagen, dann muss man es dem Rat auch geben. Und aus dem Rat irgendwas Gutes zu erwarten ist, weiß ich nicht. Aber die Diskussion ist so weit gegangen, dass ich mittlerweile glaube, dass es an der Zeit ist, dass es reif ist. Ich glaube, wenn es zu irgendeiner Vertragsänderung kommt, dann wird das Initiativrecht gar nicht mehr unterstreichen. Das heißt, es wird sozusagen en passant kommen, die Diskussion ist im Grunde genommen obsolet, weil aber Barroso zunächst am 1.8. gesagt hat, ja, ich kann dem Parlamentsrat die bestimmte Wahlrechtigkeit nicht ein Privileg, das ich von den Verträgen habe, einfach so weggeben. So einfach nicht. In seiner zweiten Amtszeit hat er gesagt, also gut, wenn das Parlament was verlangt, dann sagen Sie, dass ich das überlegen werde. Und dann gesagt, wie lange? Herr Juncker hat gesagt, wenn das Parlament was verlangt, werde ich es überlegen und ich werde dann innerhalb von 6 Monaten mit einem Vorschlag kommen oder ich werde begründen, warum ich es nicht tue. Da wird er das Privileg nicht ausleihen gegeben, aber war schon ein Stück vertreten. Und als er Weber, in dem sie nominiert war, von der EVP hat er bei Santa Rosa in der ersten Rede gesagt, wenn ich Kommissionspräsident werde,
dann werde ich das Initiativrecht dem Parlament geben, die mich sozusagen ausgewählt und das vorschlagen, dass das Parlament verwaltet. Frau von der Leyen, die Geschichte überhaupt zu dieser Personalie gekommen ist, ist nochmal der andere Geschichte, aber Frau von der Leyen steht in der Geschichte. Wie gesagt, wir sind da schon sehr weit gekommen. Wir sind auch weiter als manche andere Parlamente. Wir haben jetzt in England gelernt, dass das Parlament gar nicht selber entscheiden darf, wenn es zusammentritt. Ja. Das kann der Bundestag entscheiden. Ja, das Parlament, das Europäische Parlament könnte das auch. Wir hören Kommissare. In Deutschland, im Bund und in den meisten Bundesländern macht der Regierungschef oder der Chef, wenn sie gewählt worden ist, anschließend die Mäppchen auf und zieht die Liste auf. In den allermeisten deutschen Bundesländern, bis auf Berlin und Bremen, glaube ich, wird über die Minister nachgestimmt. Bei uns wird über den Kommissionspräsidenten und über die Kommissarfreundschaft abgestimmt. Und Anhörungen, wie wir sie kennen, die immer schlecht genug machen. Schlecht genug. Ich glaube gerade in meiner Fraktion, dass man in einem Jahr mal 6 oder 8 oder 10 von uns für 2 Wochen nach Amerika schickt, dass sie dort die Anhörungen vor Ort mitverfolgen, weil die Amerikaner da einfach 2 Milliarden mehr Tradition haben mit diesen Instrumenten. Das Grillen funktioniert bei den Messen. Die haben eine Barbecue-Kultur wie die Europäer. Wir haben eine entwickeln dürfen mit Feinstaub. Aber jedenfalls, das Grillen können die Amerikaner nicht. Also, das Parlament ist so schlecht nicht aufgestellt. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir ein Stück weit auch beitragen zur europäischen Öffentlichkeit. Das ist schwierig genug und hat einen großen Grund, warum es nicht so richtig funktioniert. Und ich habe nicht weiß, wie man es noch besser machen kann. Weil das Europäische Parlament keine Regierung trägt. Ja, wenn die Kommission im Amt ist, ist sie im Amt. Man kann sie nur mit 2 Drittel mehr ein in die Liste schicken. Wenn sie den Zimmermann Löffel spielt, ja. So, das ist bisher noch nie gelungen, nicht mal ansatzweise. Das heißt, wir tragen nicht die Regierung, wie sie das aus Bund und Ländern erkennen. Und wenn die Richtlinie durchfällt, heißt es nicht Barroso, Juncker oder von der Leyen hat keine Mehrheit mehr. Sondern manchmal organisiert das Parlament gegen eine Vorlage Widerstand, wie es die Kommission vielleicht nicht vorgesehen hat. Das würde eine Regierung in Deutschland nicht oft überleben, ja, wenn dann also so Sachen abgelehnt werden. Und da Dinge über Personen untergebrochen werden nach medialen Gesetzlichkeiten, ist es für uns als Parlament relativ schwierig, da wirklich auch den Kraftschluss sozusagen Personen zu den Bürgern zu transportieren, wenn da die Medien manchmal fehlen. Dafür gibt es sicherlich noch Wünsche. Da müssen wir halt dran arbeiten. Ja, mein Glück, Frau Dürre-Kürtenberg, Sie haben womöglich so eine Anhörung miterlebt in den letzten Tagen. Ja, meine Frage ist, ich schließe mich da und sage, ja, finden Sie das notwendig, das Grillen? Und kommt auch was Gescheites dabei heraus? Also ich würde jetzt mir erlauben, den Bogen ein bisschen weiterzuziehen, weil ich wirklich auch diese Frage, ich muss sagen, im Wahlkampf auch angetrieben bin, auch mit vielen, ich sage, Mythen über die Europäische Union, wie sie funktioniert und das Parlament, und man natürlich da sich länger damit beschäftigt, auch einige Mythen, die man vielleicht auch selber mal gedacht hat, dass die Stimmen auch verifizieren muss. Und ich muss sagen, tatsächlich dieser Defizit an Demokratie, der oft gesagt wird, den kann ich im Vergleich zu anderen Parlamenten in Deutschland oder auch anders nicht feststellen. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten. Was wirklich aber fehlt, und das muss man sagen, ist die gesamteuropäische Sicht auf das, was wir tun. Also ganz oft, das, was wir tun in Europa, wird nachher auf der jeweiligen Nationalebene, und ich verfolge jetzt ganz intensiv die französischen Medien und die deutschen Medien, da muss ich sagen, es ist so, als würde da eine komplett andere Story erzählt werden. Und dann natürlich ist es schwierig für das europäische Volk sozusagen, dann auch zu merken, ob wir da was richtig Gutes machen oder Schlechtes machen. Und also zum Beispiel jetzt auf Ihre Frage zurück. Ich war bei der Anhörung von Frau Goulart da und habe mir das natürlich auch angehört. Und die Reaktion innerhalb der jeweiligen Fraktionen und aber auch innerhalb der Presse in den verschiedenen Medienlandschaften war komplett anders. Und das ist natürlich das, was es schwierig macht, weil wir keine gesamteuropäische Öffentlichkeit damit auch Verständnis haben. Vielleicht entwickeln wir es langsam, ich hoffe es, aber das macht es letztendlich schwierig, auch nachher für die Menschen vor Ort zu merken, für die Partei oder für die Menschen habe ich gewählt und das ist dann das Ergebnis davon, gefällt es mir überhaupt oder nicht, weil es wirklich
sehr, jeweils sehr national erzählt wird. Die Anhörungen sind ganz gut, glaube ich, um die fachliche Eignung, auch die menschliche Eignung von Menschen da zu eruieren. Wobei ich sagen muss, ich fand es sehr gut, dass der Rechtsausschuss in dem Fall für meine Kommissarin-Anwältin im Verkehrs- und Tourismusbereich, sie ist sozusagen schon vorher durchgefahren, bevor ich es hören durfte. Das war ein Vorschlag aus Rumänien und wir auch bei Ihnen auch. Und deswegen warten wir jetzt natürlich auf den nächsten, auf den nächsten Vorschlag von Frau von der Leyen. Und bei Frau Goulart, da haben sicherlich auch viele verschiedene Sachen, nicht nur die Anhörung an sich mitgespielt, das kann man jetzt mal so sagen. Da gab sicherlich auch gewisse Ressentiment über das Verfahren. Also wir haben ja vorhin auch schon gehört, der Spitzenkandidat der EVP, der normalen Verfahren, wenn man das so sieht, ja, muss man ja so demütig sein, die waren gewonnen. Und nach logischem Schluss hätte man auch gedacht, das wird diesen Weg finden. Es hat einen anderen Weg gefunden, weil eben die Nationalstaaten, muss man sagen, sehr, sehr stark sind in diesem Konstrukt, haben ja ein Drittel der Macht, die Kommission und der Rat und das Parlament. Und sie haben sich auf einen anderen Weg entschieden. Und das müssen wir auch so annehmen. Aber die Anhörung ist etwas wirklich, was sehr besonders, weil man sehr, sehr tief geht auf die ethische Eignung, auf die fachliche Eignung und auch auf das Programm, was die Frau von der Leyen in diesen Mission Letters, wie sie heißen, also in diesem Kurzprogramm sozusagen angeschrieben hat. Also es ist ein besonderes Event. Man merkt auch, das ganze Parlament ist ein bisschen in Aufruhr und alle viel mehr Journalisten und viel mehr Öffentlichkeit als sonst, die sich damit befassen. Und ich denke, diesmal hat das Parlament wirklich erkannt, es hat auch eine Macht. Und ich hoffe, dass wir auch thematisch, weil es geht ja auch darum, dass wir etwas ändern für die Bürger und Bürgerinnen, dass wir auch als Parlament nach wie vor diese Macht behalten werden und uns die Frage stellen werden, was kommt jetzt von der Kommission? Ist es das, was wir uns für Europa, auch in dieser ganzen Kompliziertheit, geht es auch nicht manchmal einfacher für die Menschen vor Ort in den Verwaltungen? Also wie können wir auch als Parlament vielleicht da manchmal ein Machtwort spielen? Ich hoffe, dass diese Übung dazu führen wird, dass wir es öfter in die Hand nehmen werden. Herr Berg, im Deutschen Bundestag gibt es natürlich eine Mehrheit, eine Fraktion, die muss die Regierung auch organisieren oder unterstützen. Das gibt es nicht im Europäischen Parlament. Ein großer Gemeinderat, ja. Und meine Frage geht in die Richtung, haben Sie es anders erlebt als im Landtag hier in Baden-Württemberg, dass dort der Umgang untereinander ein anderer ist, weil eben nicht dieses parteipolitische sehr stark im Vordergrund steht. Und es ist ähnlich. Wir haben ja 7 Fraktionen im Europäischen Parlament, plus einige, die fraktionslos sind. Aber die Frage ist nach wie vor, gibt es dort einen anderen Umgangston, eine andere Atmosphäre? Ist die Kooperation untereinander eine andere als die, die Sie hier im Landtag Baden-Württemberg erlebt haben oder wirklich auch im Land Bundestag gehört haben? Vielen Dank, das ist eine sehr wichtige Frage. Ich denke, im Europäischen Parlament ist das Aufeinanderzugehen etwas gelassener. Vielleicht liegt es daran, dass so viele unterschiedliche Mentalitäten und Nationalitäten dort noch vertreten sind. Ich hatte im Landtag von Baden-Württemberg als AfD-Abgeordneter nie ein Problem. Es gibt überall Menschen, die sind teilweise sehr ideologisch unterwegs und andere haben eine feste Überzeugung, aber können trotzdem auf politisch anders Dinge zugehen und in Dialog führen. Im Europäischen Parlament ist es so, dass ich auch Kontakte pflege, beziehungsweise freundliche Kontakte zu Menschen, die aus der Linksfraktion sind. Da ist der eine oder andere Ansatz, insbesondere zur Handelspolitik, zur internationalen, gar nicht mal so schlecht. Aber eben auch zu Kollegen aus der EPP-Fraktion oder EVP-Fraktion, Sozialisten, Grüne, jetzt weniger, aber das wird sich an mir. Aber ich gehe da sehr, sehr ideologiefrei auf die Menschen zu und bedauere aber trotzdem, dass, und das möchte ich ja schon auch erwähnen, dass ein bisschen politisch wird, dass unsere Fraktion Identität und Demokratie bedauerlicherweise keinen Vizepräsidenten stellen konnte und auch in den Delegationen, die das Europäische Parlament pflegt, zu sehr vielen Staaten dieser Erde, auch keinen Vizevorsitzenden, ersten, zweiten oder dritten Stellvertreter. Das finde ich sehr bedauerlich. Aber grundsätzlich habe ich jetzt keine Probleme mit Kollegen und Kolleginnen aus anderen Fraktionen.
Herr Wieland, wie erleben Sie die Stimmung? Sie sind ja sehr viel in Europa unterwegs, zwangsläufig in Ihrer Funktion als Vizepräsident dieses Parlaments. Sehen Sie da eine Diskrepanz zwischen den Abgeordneten, wie sie Europa empfinden und vorantreiben wollen, und der Stimmung überall in Europa? Und was könnte das Parlament auch in dieser Richtung dagegen machen, wenn es so wäre? Also ich glaube schon, dass es auch mit der europäischen Öffentlichkeit zu tun hat. Wenn Sie mal die Umfragen sehen, die weniger parteipolitisch gemacht werden auf europäischer Ebene, da sagen gerade alle Zahlen, dass die Europa-Unterstützung in den Bevölkerungen dieses Kontinents steigt. Dass seit dem Brexit die Zahl derer, die wirklich noch das Wort Austritt im Mund führen, bis auf vielleicht die Programme, nur halb verstrickt, bis auf die Frage, wenn. Eigentlich niemand mehr, dann nimmt man der Strache zu seinen besten Zeiten und hat der Herr Winters nicht mehr, wird immer im Munde geführt. Trotzdem ist natürlich eine gewisse Lücke da. Es ist sehr schwierig für ein Gebiet, Sie haben vorher die Relationen genannt. Also ich betreue jetzt ein Gebiet von 14 Bundestagswahlkreisen. Bei der Frau Dieter Grünberg ist mit drei Abgeordneten, ja. Ja, der Herr Romeo Franz, der ist ein Wanderer zwischen den Welten, er wird sich nicht mehr als Baden-Württemberg bezeichnet wird. Aber wenn man mal von den zwei ausgeht, das sind jetzt drei Regierungsbezirke. Und das ist jetzt ein Ganzer. Da ist es schwierig, in der Fläche stattzufinden. Und dann ist es schon so, dass wenn man beschwerlich ist auf so einzelne Vorurteile, also auf die flotte Geschichte, die man Europa als Bein hängt, da wirklich dann auch wirklich einzugehen. Nein, das ist nichts blöd genug erfunden, als dass man zu Europa als Bein hängen kann. Und ein bisschen ist das ein menschlicher Reflex, der auch nicht anders spricht wie in der Kommunalpolitik. Wenn man Gemeinderat, in dem kein Kreisrat sitzt, da schimpft der Bürgermeister leichter über den Landrat, als wenn wenigstens ein Kreisrat da ist, der sagt: Hey, also, ich bin auch nicht von denen, aber so ist es nicht ganz, wie du sagst. Ja. Deshalb, wenn man über Europa spricht, muss man schon auch fragen, lässt man es zu, dass man Europa im Alltag verrät oder nicht? Das ist sozusagen die eine Ebene. Mit dieser kleinen Geschichte, die man sagt, hier, das stimmt nicht. Und das zweite ist, wie man immer zulässt, dass man sich quer über den europäischen Marktplatz sucht, was man voneinander hält. Weil jedes Land einen anderen Blickwinkel hat. Jedes Land in Europa hat seinen Platz auf der Landkarte und kann da nicht weg. Jedes Land hat seinen Platz auf der Wetterkarte und kann da nicht weg, was für Landwirtschaftspolitik von Bedeutung ist. Und jedes Land hat seinen Platz in der Geschichte. Und wenn man aus einem anderen Winkel, also man vielleicht eine ganz wertfreie Geschichte, keine politischen Inhalte, vor etlichen Jahren kam der damalige grüne OP2 aus Konstanz auf mich zu und hat gesagt: Herr Wieland, da kommt bald das Konstanz von uns hin, wir machen ein Riesenprogramm und so weiter. War ja gut. Vielleicht auch mal vorbei als evangelische Christen, das sagt, ja, wir möchten gerne in Brüssel auch ein bisschen noch aufmerksam machen. Das sage ich dann, klasse Idee. Am Ende hat der Kollege Schwab aus Südbahn die Schirmherrschaft gemacht. Und an dem Tag, wo dann eine kleine Ausstellung eröffnet worden ist, auf unserer dritten Etage, da habe ich mein Büro auf der 10. Etage gehabt, tschechische Abgeordnete rannten die Assistenten der tschechischen Abgeordneten durch die Flure und sagten: Wahnsinn, die Deutschen feiern die Ermordung von uns. Ja, anderer Blickwinkel. Konstanz und Konzil läuft in der tschechoslowakischen Geschichte unter Bus und nicht zuerst unter den Geschichten wie wir. So, da muss man sich halt dann arbeiten und nicht sagen, der ist blöd. Ja. Sondern man muss sich gucken, warum andere einen anderen Standpunkt haben. Den muss man nicht übernehmen. Aber wenn man weiß, warum andere einen anderen Standpunkt haben, dann findet man, wenn es nötig ist, Kompromisse zu finden, dann findet man leichter Kompromisse, als wenn man nur übereinander schimpft. Die Stärke dieses Kontinents ist, dass wir mehr als früher mehr miteinander reden, als übereinander. Und es ist schade, dass es Leute gibt, die einige, die das kaputt machen wollen, einige, die gedankenlos Richtung Vergangenheit gehen und einige fahrlässig das treiben lassen. Frau Dorne-Grünberg, Herr Klein hat die Frage vorweggenommen. Sie haben 40 Plenarsitzungswochen zu bewältigen in Brüssel und
Straßburg. Wie organisieren Sie die Arbeit vor Ort? Sieht man Sie überhaupt irgendwo noch? Das ist ja etwas, was man wirklich immer wieder erzählen muss. Und ich weiß auch nicht, ob es auch möglich ist, vielleicht auf der europäischen Ebene mal tatsächlich da auch das nochmal zu bedenken. Weil das wirklich so ist, ich meine, der Bundestag hat auch sehr viele Verantwortung. Der kommt, glaube ich, mit 22 Sitzungswochen pro Jahr, 21 oder 22 pro Jahr aus. Und wir sind eben bei 39 bis 40 Sitzungswochen in Brüssel oder in Straßburg. Und das ist schon so, dass es dann problematisch ist. Erstens natürlich als einzelner Mensch. Man muss ja erstmal diese Reisen auch bewältigen. Das ist auch dann Zeit, wenn man zwar ein bisschen was abarbeitet, aber nicht in Kontakt mit Menschen ist. Und dann sind es natürlich wenige Wochen, wo man vor Ort erklären kann. Wie Herr Wieland meinte, unsere Wahlkreise sind riesig. Das heißt, auch wenn ich mich jeden Montag und jeden Freitag versuche, in meinem Wahlkreis sozusagen mit Schülern, mit Bürgern, mit dem Landespool zu treffen, ist es sehr, sehr schwierig, dann auf die Fläche zwischen Konstanz, Singen, Freiburg, Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe und dem ganzen Wohnungsbund und dazwischen Schwarzwald sich blicken zu lassen. Und auch wenn man sich sehr bemüht, hat man sicherlich den Eindruck, dass Bürger und Bürgerinnen diese Europaabgeordnete sind, nur zu fassen und sind nicht zu sehen. Und deswegen ist es ja sicherlich auch eine Frage, die wir uns stellen müssen, wie können wir das vielleicht langfristig anders machen. Und wir brauchen da auch sehr, sehr viele Verbündete. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar. Es ist sehr wichtig, dass wir eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Kommunalebene und mit der Landesebene pflegen, dass diese Europa-Themen und die Art und Weise, wie wir Europa machen, und das ist sicherlich nicht nur gut, es gibt auch vieles, was man besser machen könnte, aber dass wir diesen Überbau und diesen Frieden und diesen Wohlstand, dass es uns bringt, gemeinsam eben zu sprechen und voranzukommen, und da einfach immer wieder den Weg zu suchen, dass wir das alle gemeinsam überall vertreten. Und es ist wirklich viel zu einfach, sobald man einen Handwerker empört, zu einem kommt und sagt, ach, mit diesem A1-Formular, das ist doch unmöglich und Europa macht uns das, das Leben kaputt. Es ist sehr einfach, als Kommunale oder Landesbeziehung zu sagen, ach, das ist Europa. Also da muss man, glaube ich, immer wieder zusammen die gemeinsamen Weg finden, auch die Erklärung, warum es dazu gekommen ist, natürlich manchmal auch Verbesserungsvorschläge machen, aber auch da zu stehen und zu sagen, ja, Europa ist groß, es ist ein schwieriges Konstrukt und wir geben uns alle gemeinsam Mühe, dass es eben für den Einzelnen nicht als Einengung, sondern als Möglichkeit gesehen wird. Aber es ist, die Frage ist sozusagen sehr, sehr wichtig, weil uns geht es vielen so, dass wir eigentlich viel öfter viel mehr Schulklassen zulassen möchten, auch viel mehr Zeit gerne haben möchten, um über Europa zu sprechen, nicht nur zu sprechen, sondern auch die Fragen zu hören und sie aufzunehmen und mitzunehmen. Aber tatsächlich, diese Ausschüsse sind sehr oft und sehr langwierig und natürlich die Prozesse drumherum auch, um da an Einigung zu bekommen. Die Fraktionen müssen sich treffen und dann auch zwischen Brüssel und Straßburg die zwei Orte zu bedienen. Also es ist sicherlich etwas, wo man nicht so viel präsent sein kann, wie die Bundestagsabgeordnete hier sind. Ein wichtiger Punkt beispielsweise. Also wir müssen auch ein Stück weit mal aufräumen mit diesem Spagat, den wir da organisieren. Also einerseits, das sind eigentlich das gleiche Argument für die gleiche Seite, einerseits sagt man, die Politik ist furchtbar fern. Und dazu sagt man, versucht man den Eindruck zu erwecken, als ob der Bürger Nägel kauend daheim sitzt und sagt, weil kann ich den jetzt endlich mal einen Abgeordneten live nehmen. Das ist ja nicht die Realität. Das ist überhaupt nicht die Realität. Ich behaupte, da will ich auch den Herrn Merck ausdrücklich mit einbeziehen. Ich behaupte, wenn man es in Deutschland möchte, dass man mit einem Abgeordneten persönlichen Kontakt hat. Und wenn es am Samstagmorgen ist oder Samstagnachmittag, irgendwann kriegt man einen Termin. Also die deutschen Abgeordneten sind das Bürgernächste, was sie sich überhaupt kontinent vorstellen. Politik ist in den meisten anderen Ländern, in der europäischen oder weltweit, viel, viel abgehobener als bei uns. Das will ich mal ausdrücklich sagen. Ein Punkt will ich nur sagen, wir können es ein bisschen besser organisieren. Also das, was verloren geht, ist vielleicht die Reisezeit. Wir müssen der Ehrlichkeit halber sagen, dass es bei uns Dienstag, Mittwoch, Donnerstag knubbelt. Also ich kann das zum Beispiel selten montags oder freitags leisten, wenn ich Administrationstätigkeiten habe. Der Bundestagsabgeordnete kann in der Regel auch nicht Freitag und Montag sein. Wenn die Sitzungswoche haben, haben die halt Sitzungswoche.
Also wenn wir die Woche komplett auslösen würden, könnten wir vielleicht ein bisschen weniger kriegen und dann haben wir halt objektiv die Dolmetscher, was Schwierigkeit ist. Wir können den Deutschen, die Partei Grünberg kann den Deutschen einzahlen. Wenn die Frist zu Ende ist, innerhalb der die Dolmetscher braucht, ja, die Übersetzung, dann kann man nur mit mündlichen Änderungsanlagen arbeiten und das ist sehr schwierig. Also man muss halt auf die Dolmetscher Rücksicht nehmen. Und ein zweiter objektiver Punkt, das was in Deutschland bei Kompromissen in Abstimmung zwischen den Parteien stattfindet, das findet auf der europäischen Ebene natürlich in einer weiteren Ebene auch innerhalb der Fraktionen statt, weil die Kollegen aus unterschiedlichen Ländern haben zum Teil wirklich andere Blickwinkel. Wenn sie um Fischereipolitik reden, dann wird das in Polen und in Deutschland anders diskutiert als in Spanien oder in Finnland. Das ist aber völlig normal und diese Arbeit muss halt auch geleistet werden. Das ist eine Mehrarbeit im Vergleich zum Bundestag. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt einiges gehört, einen guten Eindruck und Einblick bekommen in die Arbeit der Abgeordneten. Und wenn Sie möchten, können Sie gerne jetzt Fragen stellen, denn wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können diese Zeit nutzen, um Ihre Fragen hier zu beantworten. Sie haben live drei Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Also bitte schön, was wollten Sie schon immer fragen? Jetzt haben Sie die Chance dazu. Ich habe auf einmal das Thema so umgekehrt. Ich möchte nur eine zweite Frage. Alle scheinen glücklich zu sein. Ja, ich scheine glücklich zu sein. Das ist ein großer Teil. Mikrofon ist besser. Also, Sie können auch nach vorne kommen. Herr Minister Wolf hat in seiner Begrüßung das Thema Migration auf europäischer Ebene und das Lösungserfordernis auf europäischer Ebene auch schon skizziert. Das Thema ist ein bisschen aus dem Fokus geraten, verliert ja jetzt auf europäischer Ebene auch unter neuer Ressortüberschrift. Trotzdem die Frage an Sie, hegen Sie Hoffnung, dass dieses Phänomen, was uns ja als Menschheitsphänomen auch erhalten bleiben wird, in dieser Legislatur einen gemeinsamen Konsens, einen gemeinsamen tragfähigen Konsens auf europäischer Ebene finden lässt. An wen geht die Frage? An die gesamte Runde. Wir möchten antworten. Herr Berg, Sie waren vielleicht noch nicht dran. Das ist sehr schwierig zu beantworten. Das ist spekulativ. Ich bin skeptisch. Denn die Dublin-Regelungen 1 bis 4 funktionieren nicht. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Auffassungen darüber, wie viel Migration nach Europa, sagen wir, gesund ist, wie viel Migration verkraftbar ist. Es gibt in vielen Ländern zu wenig Kenntnis darüber, wer in den letzten Jahren auch gekommen ist. Auch wieder das Thema Terrorismus. Herr Wieland hat es, glaube ich, der Minister Wolf das vorhin erwähnt. Es gibt natürlich auch einen Länderkomplex, die mittelosteuropäischen Staaten wie Ungarn, Slowakei, Tschechien und Polen, die sehr widerstrebend aus unterschiedlichsten Gründen, die jetzt gar nicht moralisch bewerten, diesen politischen Diskurs in den letzten Jahren, aber auch aktuell verfolgen. Insofern ist es eine sehr große Kraftanstrengung, denke ich, die da allen Fraktionen bevorsteht, gemeinsame Lösung zu finden. Aber ich bezweifle es, ich glaube es nicht, dass das zustande kommen wird. Und wir müssen eher darauf ausweichen, eine sozusagen Koalition der Willigen vielleicht zu finden, die bereit ist, als Kerngruppe diesen Prozess besser zu steuern, gleichzeitig aber auch sehr viel Geld in die Hand zu nehmen und in den Staaten, die insbesondere durch Abfluss oder Migration betroffen sind, Transitländer, für bestimmte Unterkünfte, Versorgung der Menschen und so weiter zu sorgen, gleichzeitig eben aber auch für, dann kommen wir zum Ende, für einen tatsächlichen Menschenschutz anzustellen. Halten Sie das für eine Kernaufgabe des Parlaments? Also kann das Parlament tatsächlich in dieser Richtung irgendetwas bewirken? Das ist nicht eine Frage der Regierung, also der Kommission und natürlich des Rates. Also zunächst mal liegt der Ball relativ weit im Feld der Mitgliedstaaten.
Und zwar durchaus bewusst, vor knapp 15 Jahren war Deutschland mit dabei zu sagen, wir wollen das darüber nicht in Europa und schon gar nicht mit Mehrheit entscheiden. Wir haben weggeguckt. Vor 13, 14 Jahren hätten wir locker eine europäische Regelung bekommen. Dublin ist vom Ansatz her gut, aber unvollständig. Ich habe mich immer gewundert, warum die Länder dafür unterschrieben haben, in der Peripherie. Ohne dass ein Verteilmechanismus vereinbart ist. Ja. Aber damals wollte auch Deutschland keine Verteilregelung. Ja, also, wir sind auch ein Fall von Minderheitlichkeit. Ja. Und man soll jetzt nicht so tun, so, die Deutschen sind gründlich, ja, auch weg. Die Syrer, die kloppen sich nicht erst seit gestern. Ja. Man hat dann lange angestrengt weggeguckt, so wie wir vor 25 Jahren angestrengt weggeguckt haben, als uns Ex-Jugoslawien um die Ohren geflogen sind. So. Und jetzt kriegen wir natürlich vermutlich nur eine Regelung hin, wenn die Debatte versachlicht wird. Ja, also wir brauchen zwei, drei Themen. Kurz, mittel, langfristig und Deutschland und Europa weltweit, insbesondere der Bereich Entwicklungshilfe. Wir brauchen zweimal einen Dreifachansatz. Und das Brett kann unmöglich innerhalb von ein paar Tagen gebohrt werden. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es Länder gibt in Europa, die Flüchtlinge in großer Zahl genommen haben. Nur nicht die, über die wir reden. In Polen gibt es viele Flüchtlinge, aber die kommen aus anderen Himmelsrichtungen. Und die Polen haben große Sorgen, wenn Putin an der Schraube dreht, der von ihnen verteidigt wird. Ja. Putin an der Schraube dreht, dann kommen eher binnen Tagen als binnen Monaten Flüchtlingszahlen über eine nicht vorhandene blaue Grenze. Da gibt es ein bisschen Fluss, aber ansonsten nichts. Ja. Über eine nicht vorhandene blaue Grenze kommen mehr Menschen, als wir seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland je gesehen haben. Dann nach Polen. Ein paar haben die schon, etliche haben die schon. Ja. Andere Länder haben aus anderen Gründen Sorgen. Und man soll von niemandem erwarten, dass er eine höhere politische Suizidbereitschaft hat als man selbst. Das heißt, diese Regierungschefs müssen ihre Menschen auch mitnehmen. Und jetzt kann ich mir natürlich lange über Orban und andere Leute schreiben, aber wenn es tief sitzt in der Gesellschaft, in Europa Geld, zum Beispiel sind die Roma, aber wenn Europa Geld gibt, um dann zu fördern, aber die eigene Bevölkerung eine Regierung abstraft, die dieses Geld nimmt, wenn sie sagt, wir sollen den denen helfen, wir sollen aber uns helfen, uns geht es auch schlecht, dann ist das eine schwierige Kampf. Deshalb müssen wir Stück für Stück vorgehen. Ich glaube, dass am Ende es nur funktionieren wird, wenn wir sagen, es müssen alle Länder deutlich mehr für Europa bezahlen und die europäische Lasten auf sich nehmen, die werden aus diesem Topf dann auch bezahlt. Die keine Lasten auf sich nehmen, die zahlen halt ein, haben aber nichts davon und die dürfen dann genau wie viel Oberhead-Kosten dazu haben. Und wenn ich es könnte, Herr Berg, da muss man dann auch mal mutig fordern, wenn ich es könnte, würde ich sagen, es werden alle Grenzschutzbeamten von allen Ländern auf das europäische Portemonnaie übernommen, muss man ein bisschen Qualitätssicherung betreiben, ich sage es durchaus mal überheblich, ja, Qualitätssicherung, also alles auf Europa übernommen. Die Länder, die mit dem Geld keinen Unfug machen, können auch 80 oder 70 oder 60% davon auch behalten und können ihr Päckchen ein bisschen leichter machen und können versuchen, vernünftige Politik zu machen. Und das wird aus dem europäischen Ansatz. Bloß in Deutschland muss die Diskussion halt auch klar und offen werden. Vor drei Jahren ist man noch verprügelt worden, wenn man gesagt hat, oh, da sind auch ein paar Wirtschaftsflüchtlinge dabei. Ja. Andere unterstellen jedem Flüchtling etwas, ja, und sagen sehr unappetitliche Sachen, die ziemlich ranzig schmecken. Ja. Und man hat es über diese Frage zugelassen, dass die Ausländerfeindlichkeit in Deutschland wieder ihr schmutziges Haupt erhebt. Und zwar, weil einige das Problem komplett negiert haben, ein Problem, das da ist, und andere versucht haben, auf diesem Benennungsboden zu spielen. Da müssen wir wieder versachlichen, müssen zurück. In der Frage werden wir auch in Deutschland nur Lösungen bekommen, wenn sich jeder bewegt, politisch, und wenn jeder sieht, dass sich jeder bewegt hat. Nur dann funktioniert es. Ja, sehr gerne. Also ich denke, die Rolle, die das Europäische Parlament da spielen kann, ist natürlich nicht sehr groß an diesen Fragen, weil wir haben trotzdem das Glück sozusagen,
sozusagen eine Plattform zu haben, wo Menschen uns vielleicht zuhören oder wo wir viel mehr aufnehmen können. Und auch immer wieder komplexere Lösungen auch zu werden. Für Greenpeace, also als Grüne, sage ich jetzt mal über, auch das Modell, die Rolle im Parlament ganz klar, dass wir auch die Seenotrettung ins Auge behalten müssen. Es kann nicht sein, dass wir Menschen ertrinken lassen. Das ist für uns ein Grundsatz. Und es ist auch, wenn ich irgendwo spaziere, egal warum ein Mensch hat, neben mir ertrinkt, ich muss ihn retten. Das ist ein Grundsatz, das möchten wir europäisch organisieren und das muss einfach ein Grundsatz der Humanität sein. Das ist das Erste, was ich dazu sagen möchte. Das Zweite ist ganz klar, Dublin, und das haben Sie sehr gut ausgeführt, ist wirklich nicht ein Bundesland für Deutschland, auch und für Frankreich im Übrigen. Da hat man sehr gerne weggeguckt und hat auch nicht darauf hingewiesen, obwohl damals die Analysen schon standen, dass es für die südlicheren Länder, also Italien und Griechenland ganz voran, Malta natürlich auch sehr, sehr schwierig sein würde, wenn sich das irgendwie verschärfen sollte, was damals auch die Prognosen auch des Klimawandels und der ökologischen Krise auch schon Anzeichen gab, wo man gesagt hat, es kann ja sein, dass auf verschiedensten Gründen sich noch die Bedingungen irgendwo verschärfen und so eine Regelung wird nicht halten. Jetzt haben wir sie, jetzt müssen wir alle zusammen hinwirken, dass wir eine bessere Verteilung in Europa hinbekommen, das ist ganz klar. Und ein dritter Punkt vielleicht auch, nur es ist auch sozusagen nur eine Idee, aber ich meine, ich muss sagen, wenn ich jetzt die Nachrichten und mir anschaue, was jetzt gerade zwischen der Türkei und Syrien passiert, und ich mir vorstelle, dass es unsere Söhne sind, die zu unseren Unis gegangen sind, oder auch unsere Töchter, die in den Universitäten gelernt haben und die Waffen erfinden und produzieren, die dort verkauft werden. Das sind unsere Waffenexporte. Da muss ich sagen, dafür fällt mir das Verständnis unserer heutigen Gesellschaft, dass wir sagen, wir müssen dann mit diesen Waffenexporten einfach aufhören. Also ich kann das einfach nicht ertragen, dass wir mit unserer, ja, wir machen geniale Unis und geniale Menschen, die Sachen erfinden, aber warum sind wir immer noch in dieser Zeit, dass wir diese Waffen irgendwie exportieren und nachher finden wir sie tatsächlich sozusagen mit einer der Ursachen von Flüchtlingsströmen, nämlich den Kriegen auf der Welt. Und da gibt es noch sehr viel zu tun. Auch der Herr Timmermans hat es sehr gut aufgeführt mit den Nachhaltigkeitszielen. Wir sind weit, weit entfernt, auch in unserer Handelspolitik nicht auch mitzubefeuern, da gewisse Armutsströme entstehen durch unsere europäische Politik. Und da müssen wir einfach alles diese, also das ist jetzt von Mikro bis Makro sozusagen, alles in meinem Kopf behalten. Und ich hoffe schon, dass wir zumindest für die ersten von mir aufgeführten Punkte in den nächsten ein Punkt, also Punkte landen würden. Und für uns ist es natürlich sehr, sehr schwierig, wenn Menschen politisch sich dahin bewegen. Die Ängste, die natürlich im Raum sind, weil wir eine ganze Geschichte, wo wir immer sehr gemütlich, in Anführungszeichen, weil wir kennen die Geschichte, die war gar nicht so gemütlich, aber den Eindruck, früher war es viel gemütlicher in unseren Grenzen, wenn viele Menschen jetzt in Europa Politik machen, indem sie die Ängste spüren und denken, wenn wir da irgendwelche Mauern oder irgendwelche Grenzen ziehen würden, würde es besser gehen. Das revoltiert mich, muss ich sagen, und ich glaube, es ist nicht der Weg. Noch jemand? Ja, bitteschön. Kommt gleich. Ja, fliege ich aus Magdeburg. Ich hätte auch an alle drei Freunde in Niederlande von einem gerne Antwort gehört. Und zwar an den Punkt, wie können Sie das Parlament vor solchen Dingen schützen, wie wir sie am Anfang erlebt haben, als Sitzungswoche, als sich eine der Fraktionen, also unter Nigel Farage, sich von der Runde über alle weggedreht haben und das andere Parlament ja in dem Augenblick doch ein wenig beschädigt worden sein könnte in der Öffentlichkeit. Gibt es Maßnahmen, die Sie erlebt haben, dem vorzubereiten für spätere Zeiten? Also wir unterhalten uns gerade in einer Arbeitsgruppe, wir haben drei Sitzungen mit dem neuen Präsidenten, über alle Vizepräsidenten und haben jetzt eine Arbeitsgruppe gegründet über das Thema Würde des Parlaments. Ja. Also es gibt Bilder aus dem Reichstag, wo die Nazis sich umgedreht haben. Also im Bestand. Das Bild ist exakt gleich. Exakt. Das will mich auch schon, weil wir sind keine, die deshalb wieder im Saal tragen. Ja, ich glaube, man darf auch keine Märtyrer schaffen. Ich weigere mich aber gegen mich die Reihe zu laufen und den Briten des Fake-Effekts wegzunehmen. Albern. Wir haben aber auch ein paar andere Effekte. Ich sage es mal so zugespitzt, die Zentrums Nachfrage-Partei Grünberg. Am Anfang haben die Grünen so das Thema Turnschuhe und Lakete und so weiter reingebracht. Jetzt merken auch Grüne plötzlich, dass das Thema Populismus mit Plakaten, mit Anzügen, mit Merkel, Nazi-Bärtchen etc., dass andere das im Zweifel noch ein bisschen besser kennen. Und jetzt sagen alle auch erschrocken, ja, wie können wir das in? Ein Parlament ist ein Parlament, das kommt von Sprechen, das ist kein Postament. Für mich haben Poster im Plenarsaal
Ortes und die Überzeugungen des einzelnen Menschen. Politische Aussagen auf Kleidung und T-Shirts müssen, wenn überhaupt, sehr dezent da sein. Und da müssen wir eine politische Kultur entwickeln, die ist aber innerhalb Europas ganz unterschiedlich. Da muss man eine Kultur zu entwickeln, ist extrem schwer. Da muss man ein dickes Brett, und ich glaube nicht, dass der richtige Weg ist. Dann einzeln. Also die Kollegin Barley, die hat zum Beispiel vorgeschlagen, man kann die Diabetes T-Shirt ausziehen, ja, der nach aufgemalt hat. Man sagen so, bestimmte Leute, wir weisen die nicht in die Saal, aber die ziehen die Auffassung ab. Ja, dass sie aufstehen, sprechen, dann die Kamera kommt und dann sichtbar ist. Man sagt, wer eine bestimmte Mimikkarte erfüllt, der kriegt 8 ins Wort. Ja, dann fällt da anschließend die Bilder. Ja, damit nimmt man die Motivation weg und der Einzelne muss entscheiden, ob er mit seinem Wort überzeugen will oder ob er sein T-Shirt hat. Vielen Dank, ich bin sehr dankbar für diese Frage. Ich verurteile diese Handlung. Ich denke, es ist wichtig, dass man Regularien und einhält und Anstand hat. Allerdings, muss ich auch selbstkritisch dazu fügen, gab es in unserer Fraktion vorab vor der konstituierenden Versammlung in Straßburg und vor dem Abspiel der Europahymne eine Diskussion, ob man sitzen bleibt oder aufsteht. Ich habe mich dazu entschlossen, aufzustehen. Ich meine, jetzt ein besserer Mensch bin als die anderen Kollegen, aber mir war das wichtig. Man kann sich politisch hart angehen, aber mit gewissen Anstand und Respekt. Und wenn man Abgeordneter oder Abgeordnete ist, dann muss man sich an gewisse Regularien halten. Dazu gehört auch, denke ich, bei einer Hymne aufzustehen und nicht so ein Kasperletheater zu machen wie die Abgeordneten oder noch Abgeordneten der Brexit Party. Klamauk wird das Geschrei und den Rücken den anderen zuzudrehen. Ich muss aber auch kritisch hinzufügen, dass es natürlich auch, verzeihen Sie, wenn ich das jetzt sage, aber bei den Grünen, insbesondere Frau Ska-Keller, manche Entwicklung gibt, die Antifa-Fahne im Plenum auszustellen und das große Posten. Das halte ich jetzt auch nicht für anständig oder würdevoll. Das muss man, verzeihen Sie, aber selbstkritisch oder seitens der Grünen auch mal sehen. Insofern ein wichtiger Punkt, Anstand und Respekt, aber man kann sich eben trotzdem hart politisch angehen. Ja, ich möchte letztendlich nur ergänzen, dass es natürlich ein Spagat ist in der heutigen sehr visuellen Welt. Man muss einfach sagen, wenn ich auch zu jüngeren Generationen frage, was sind die Sachen, die dann eben geprägt haben, das war dann eben das Instagram-Bild von genau dieser Aktion oder von einem Nico Semsrott oder wie auch immer. Also diese Möglichkeit heute, dass alles so schnell ist und wer nimmt sich dann noch die Zeit, wohin zu gehen mit seiner ganzen Präsenz und wirklich, also ich bewundere sie auch, Menschen, die sich die Zeit nehmen und sagen, wir hören jetzt auch mal Menschen, die etwas zu sagen haben, die gesagt haben, diese Fähigkeit ist auch durch die heutigen Medien und auch die Social Media ist sehr, sehr gering geworden. Also es gibt kaum Jugendliche, die hören mal 3-4 Sekunden von so einem Video und das war's. Aber die Bilder, die zirkulieren alle und beeinflussen sehr viel. Und natürlich ist es sehr bedauerlich, dass es ein Parlament ist. Es sollte genau einfach das Wort zählen und auch die Argumente und nachher die Abstimmung. Das sollte unsere Waffe sein und der Auseinandersetzung immer wieder an den Themen entlang. Aber es wird sozusagen durch die Zeit auch manchmal, und es ist keine Partei, die sich daraus nimmt, finde ich, solche Symbole zu setzen, die irgendwie in dieser heutigen visuellen Zeit mehr Impact geben. Wie man da entgegenstimmt, denke ich, ist es immer wieder wichtig als Fraktion, das zu reflektieren. Wollen wir da mitspielen? Wollen wir Außenseiter sein? Was verlieren wir aber, wenn wir nicht mitspielen? Und ich denke, wir sind da in einem Prozess, wo Protest manchmal zu Recht zum Ausdruck gebracht werden soll, aber es sollte dann eben den Anstand bewahren. Wir werden es aber auch nicht klären, wer hier den Anstand sozusagen zu klären hat, außer in einem gemeinsamen demokratischen Prozess. Dann haben Sie da einen Weg gefunden, Ihren Weg zu machen, aber dass man Videos dreht und diese Sachen zeigt, machen auch andere. Es ist einfach, würde ich sagen, wirklich auch eine gemeinsame Entwicklung. Da müssen wir uns die Frage stellen, warum sind wir auch alle so geduldig mit diesem politischen Prozess? Warum will man das mit Bildern so schnell regeln und schnell etwas zeigen? Eine Frage. Das hat sich ja wirklich gut zum Schluss. Ja. Also gut, wir kommen jetzt zum Schluss. Ja.
Schluss. Aber einen Satz sollten unsere Gäste noch sagen können, nämlich, was geben Sie unserem Publikum mit? Einen kurzen Satz, ein kurzes Statement und eine Minute mitgeben. Was geben Sie diesen Zuschauern mit auf diesem Podium, in diesem Gespräch? Fangen wir bei Ihnen an, dann geht es weiter. Also ich habe, wenn man eine Reise macht, liest man auf Bücher über das Land, das man besichtigen möchte. Und bevor ich diese Reise als Abenteuer als EU-Abgeordnete begonnen habe, habe ich ein Buch gelesen, das nennt sich Nolikua, Willkommen, BF, dann auf Fair. Und da beschreibt es ganz gut, wie Menschen aus den verschiedenen Behörden Europas sich da zusammentreffen. Und etwas, das ist ein Franzose, der das beschreibt, und der sagt, die Deutschen sind dort sehr, sehr fleißig und sehr gut vernetzt. Und sie haben verstanden, wie man sozusagen die Europäische Union eben für sich vereinbart, in dem positiven Sinn, das heißt dort gute Sachen schafft für Deutschland. Und die Franzosen, das war seine Analyse in diesem Roman, der auch sehr spaßig ist im Übrigen, wenn Sie sich dafür auch vielleicht ein bisschen auffrischendes Französisch interessieren, kann ich sehr empfehlen. Die wären eher bestraft, wenn sie mehr oder weniger in ihrer Karriere, wenn sie nach Brüssel und nach Straßburg gehen, was dazu führt, dass vielleicht nicht wirklich dieser Schwung kommt, den ich eben hier verspüre. Und deswegen muss ich sagen, ich finde es sehr schön, dass hier diesem Pool die Möglichkeit gegeben wird, sich zu informieren und vielleicht sich auch zu begeistern für Europa. Und es hat mich sehr gefreut, dass Sie heute Nachmittag hier kommen, uns zu vernetzen und eben die europäische Vision und auch vielleicht wir tun eines Tages in diesem großen Konstrukt mit Freude tun können. Dankeschön. Ja. Vor wenigen Wochen hatte ich die Möglichkeit, an einer offiziellen EU-Wahlbeobachtungsmission in der Ukraine teilzunehmen. Wir waren in der Westukraine, sind da die Länder gewesen und etwas außerhalb der umliegenden Dörfer. Was mich beeindruckt hat, war, dass sehr viele junge Menschen gesagt haben, vergesst uns nicht, lasst uns nicht im Stich, ein Land, das sich im Krieg befindet. Und deswegen möchte ich Sie gerne ermuntern, dass Sie alle Möglichkeiten wahrnehmen, die Ihre Dienststelle oder Ihre Behörde bietet, sich europäisch weiterzubilden, weiterzuentwickeln, auch vielleicht entsendet zu werden in Ihrer Funktion, nach Brüssel in die Kommission oder anderswohin oder zu Europol, falls auch Polizeibeamte da sind. Nutzen Sie das, behalten Sie Ihren kritischen Blick und ich denke, dass es sicherlich zum Wohle des Landes, aber auch Ihre eigene Entwicklung sehr zuträglich. Vielen Dank. Also ich rufe Ihnen auf, wenn Sie selber oder irgendwas empfehlen, wir wissenschaftlich die Schlafwandler eher ein bisschen eigentlich hier kein volles Schuss von Italien, wie man so in den Krieg reinrutscht, ohne dass es wirklich hilft. Zweitens, wenn Sie selber, sagen wir mal, keine 30 sind, oder wenn Sie ein Umfeld haben, die so zwischen 12 und 18 sind, und da waren die Leute noch nie in der Lage, aber noch nie hat man sie wieder Kopf, sagen Sie einem Umfeld, du machst was falsch mit deinem Kind oder Individuum, die einmal im Menschen dahingehst. Und drittens, ich bin, ich war gerade in Wunder, ich habe vor 8 Jahren gegangen, und habe die Abschreibung von der Inside-Tage, und habe gesagt, warum sind Sie eigentlich noch nicht in Europa geworden? Einige Zeit später ist es nicht in Europa geworden. Das hat sich noch nicht in Europa geworden, sind Sie freundlich in Erwägung. Und wenn Sie dabei sind, sind Sie freundlich in Erwägung, jeden, der noch nicht dabei ist, mit dem Patron zu sprechen. Jetzt haben wir erst einmal ein kleines Geschenk für unsere Gäste. Und Ihr Geschenk der Zeit, das Sie anschließen, das dürfen wir
treffen können und sich dort stärken können und vielleicht auch ein paar Gespräche mit unseren Gästen führen können. Ja, vielleicht darf ich noch ganz kurz das Wort ergreifen und im Namen von Herrn Wolf allen drei Diskutanten ganz herzlich danken. Ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, ich fand es eine tolle Veranstaltung. Ich mache Europa schon sehr lange und habe heute wieder was gelernt. Ich habe von den neuen Abgeordneten gehört, was ihre Hintergründe und Beweggründe sind. Das fand ich sehr spannend. Ich habe auch von Romina, die mich schon lange kam, auch noch was Neues gelernt, was ihn manchmal so bewegt. Und das fand ich auch mal ganz schön. Ich habe für die halbe, dreiviertel Stunde jetzt das Gefühl gehabt, dass wir alle so ein bisschen in den Aushalt sitzen und ein bisschen diese Atmosphäre auf uns wirken lassen. Und es ist schon ein Unterschied, ob man eben in Stuttgart oder in der Kommission oder im Parlament sitzt. Und es ist für uns in Stuttgart auch sehr wichtig, dass wir einfach diese Perspektiven, auch diese Atmosphäre ein bisschen bekommen. Also dafür ganz herzlichen Dank. Ich fand das war sehr, sehr schön. Ich danke natürlich auch Herrn Andreadis, der flott durch diesen Abend geführt hat und mit seinen Fragen natürlich auch dann diese Diskussion ermöglicht hat. Abschließend will ich vielleicht nochmal den Bogen spannen zu dem, wie Herr Wolf begonnen hatte, dass wir auf der einen Seite da oben eine interessante Diskussion mit unseren baden-württembergischen Europaabgeordneten hatten und auf der anderen Seite hier das gesamte Publikum, alles Kolleginnen und Kollegen sind, die in der einen oder anderen Form in der gesamten Landesverwaltung für und in Europa unterwegs sind. Das fängt an bei Referatsleiter mit dem Herrn Speyer, den ich hier vorne sehe, dem Wirtschaftsministerium tätig ist, in der Landesvertretung, Herr Dr. Pegeling aus dem Regierungspräsidium, Kollegen aus dem Staatsministerium und dann haben wir natürlich noch eine Menge Kollegen, die tatsächlich in Brüssel vor Ort sind, meistens in der EU-Kommission, aber auch an anderen Orten. Und ich will einfach nochmal auch Sie dazu ermuntern und alle, die hier sitzen, dass wir uns immer noch mehr vernetzen. Das ist einfach wichtig und dass diesen Schatz, den wir hier haben mit den ganzen Kollegen, dass das auch genutzt wird und dass Sie jederzeit einfach auf die Leute zugehen können und Sie auch, denke ich mal, auf Sie zugehen können, dass wir hier eben dieses baden-württembergische Netzwerk in Europa weiterführen können. In diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank auch an Sie alle, dass Sie gekommen sind und ich würde mich freuen, wenn Sie noch einen Moment Zeit hätten nachher, um das eine oder andere